Aber das ist ja bei mir auch nichts Neues. Okay. Also ich bin sprachlos. Ich meine an etwas kaufen. Rezept, Rezept, Rezept. Wolf. Waldkauz. Regeneration. Und zwar, Moment. Wir haben auch nur 228 Orens. Schwalbe, Öl. Schaden gegen Nekrophagen. Krähe, Katze, Insektoiden, goldener Pyrol. Geisteröl. Erhöht Geistern zugefügten Schaden. Das sollten wir uns vielleicht nochmal kaufen. Jetzt habe ich noch weniger Geld. Okay. Machen wir mal. Ich meine, drei Tränke sollten ja noch theoretisch okay sein. Ach so, das war ein Öl. Ach so, stimmt ja. Ganz vergessen. Ich dachte, das wäre ein Trank. Das ist jetzt suboptimal, weil ich schon einen anderen eingeworfen habe. Verdammt. Ja. Okay. Ist, glaube ich, richtig. Habe ich jetzt vier Öle am Wirken? Also zwei Öle und zwei Tränke? Ach, ich weiß nicht. Ist mir jetzt egal. Los! Okay. Beim Heiligen. Aber das ist doch das richtige Silberschwert. Schwert aus Karamoren. Genau. So, jetzt beweg dich mal, Geralt. Jetzt bin ich mal gespannt. Das müsste jetzt ordentlich mal mehr Schaden zufügen. Anscheinend. Wow. Wow, Geralt. Beruhig dich. Junge, Junge. Das ist ja ein Tempo hier. Und ich bin gestorben. Geralt hat es dezent übertrieben. Habe ich nochmal gespeichert, nachdem ich mir das Rezept gekauft habe? Entschuldigt, dass ich hier so oft sterbe. Ich hatte schon damit gerechnet, dass wir mal wieder an eine Stelle kommen, an der ich mal des Öfteren, nun ja, das Zeitliche segnen werde. Ich merke auch schon, ich muss bald mal eine Pause einlegen. Hier. Habe ich jetzt zumindest das Rezept gekauft? Ich verstehe das nicht. Achso, ich muss meditieren. So. Okay. Geister. Ich habe das hier noch nicht mal gekauft. Oh Mann, ey. Ich hätte doch. Warum habe ich denn nicht gespeichert? Was ist denn falsch bei mir? Und zwar das hier, Geisteröl. Okay. Herstellen? Ja. Ja. Dann nehmen wir das noch mal. Rune des Feuers, Geisteröl. Achso, nee, speichern. Speichern! Adieu. Ja. Auf Wiedersehen. Ja. Okay, jetzt. Adieu. Nein! Ich bin überfordert. Das wird bist. Okay. So, ich glaube, ich Du muss. musst Ja, mit das ihm hier. kämpfen, damit ich das Ritual beenden kann. Müsste das Schwert hier sein? Glaube ich. Ja. Alle Achtung. Alle Achtung! Ja, also durch das Öl verursachen wir schon ganz ordentlichen Schaden, aber die ebenfalls. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir die aufhalten müssen. Das hat gesessen, bringt aber relativ wenig. Wir haben schon wieder so viel Leben verloren. Okay. Na, zumindest fügen wir denen wesentlich mehr Schaden zu.
Okay, ausweichen. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie lange sie braucht. Nein, beweg dich. Oh. Also es kommen immer wieder neue. Und wir sollen sie weiter beschützen. Also ich weiß nicht, ob wir so viele wie möglich einfach töten sollen oder abwarten müssen. Ich finde das etwas ärgerlich, dass sie uns so einen enormen Schaden zufügen. Okay, das hat sogar ganz gut gesessen. Kleiner Magieangriff und gleich das Schwert ins Gesicht. So, das hat gesessen. Aber dann tauchen sie gleich wieder auf. Die Schweine. Und das heißt ja nur, dass wir Anetzka beschützen müssen. So, Alte. Wie lange brauchst du noch? Okay. Da. Den hätten wir. Okay. Zumindest kommentiert Geralt das Ganze doch sehr unterhaltsam. Entschuldigt, ich bin hier wirklich gerade konzentriert zu überleben. Heilige nochmal. Es kann echt sein, dass wir die einfach ganz oft töten müssen. Da, okay, das war gefährlich. Oh, ja, nichts riskieren, nichts riskieren. Okay, ich weiß nicht, was sie macht. Aber ich glaube, es werden aber... Was? Wir wurden einfach getötet. Ja. Wir wurden einfach getötet. Ganz plötzlich. Ich dachte, wir haben einen Fortschritt gemacht, aber nein. Die haben uns einfach mal eiskalt eliminiert. Okay, aber ich glaube, jetzt hatte ich ja gespeichert, nachdem ich den Trank und die Öle eingesetzt habe. Ja. Ich bin sprachlos. Bin ich denn so schlecht ausgerüstet von der Rüstung hier? Die geht doch. Also klar, es könnte besser sein, aber... Ja, ich bin dabei. Was, sind wir echt so schlecht ausgerüstet? Falsches Schwert. Falsches Schwert. Jetzt. Okay. Ihr habt es ja gesehen, wenn die uns von allen drei Seiten... Oder wenn uns drei gleichzeitig angreifen... Okay, mit dem Schwert geht das schon wesentlich souveräner von der Hand. Ich darf nicht in die Mitte von den dreien. Ich darf nicht in die Mitte. Dann machen die mich nämlich rigoros fertig. Aber wirklich rigoros. Ist auch schon wieder kritisch. Ihr seht es ja, wie viel Schaden die mir zufügen. Nein. Die Mistkerle. Okay. Ja, ausweichen. Ich konzentriere mich. Nicht in die Mitte von... Nein, nicht da rein. Nicht in ihre komische Formation treten. Nein. Wegrollen. Ich spamme hier die ganze Zeit auf die linke Maustaste, deswegen rollt er sich dann automatisch in die Gegner rein. Wie lange braucht die Alte denn noch und wie gut ist denn dieses Amulett? Also das muss schon ein ordentliches Amulett sein, will ich mal hoffen. Für diesen Aufwand. Diesen Aufriss hier. Ja, sie haben uns wieder fast. Ich bin hier nur noch am Rollen. Komm schon. Es sind so viele auf einmal. Ich muss die irgendwie aufteilen. Der Geralt immer. Weg. Verdammt. Ich habe gerade noch ein paar Mal auf die Q-Taste gedrückt, um meinen Zauber wirken zu lassen, aber ich hatte keine Energie mehr übrig. Okay, den haben wir jetzt sogar... So... Aber der nächste kommt gleich. Glaube ich. Sind es nur noch? Nee.
Ich wollte eben schon sagen, sind es nur noch zwei. Das wäre ja wohl zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wie langsam wir unser Leben regenerieren. Also Schwalbe hatte ich schon mal wirksamer in Erinnerung. Oh, das war kritisch. Langsam, Leute. Okay. Sind die beiden hier an... Oh, ich darf nicht dazwischen. Wie viel Schaden machen die denn bitte? Also tut mir leid, ich bin gerade echt etwas... erzürnt. Also tut mir leid, aber... boah. Dass sie so einen immensen Schaden anrichten. Endlich. Was soll ich denn noch machen? Ah, ich konnte hier sogar nochmal speichern. Okay, dann haben wir uns sogar... damit ich das Ritual vollenden kann. Ich glaube, dass hier... au. Weg, 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 weg. Donnerschlag. Ich weiß nicht, wie lange wir hier überleben müssen. Gegen diese grässlichen Erscheinungen. Ich habe jetzt auch mein Öl wirken. Ich habe zwei andere Tränke wirken. Ich weiß nicht, was sie noch von mir wollen. Und wie lange die Alte dafür braucht, keine Ahnung. Wow, das war ein interessanter Angriff. Nicht gut, nicht gut. Okay. Das geht manchmal schneller als gedacht. Das mit dem Rollen gefällt mir übrigens wirklich. Ich glaube, das habt ihr schon bemerkt. Ihr fleißigen Zuschauer da draußen. In fernen Welten. Naja, wahrscheinlich eher in unserer Welt. Ansonsten herzliche Grüße an alle Außerirdischen. Okay. Ich versuche mich gerade selbst etwas zu unterhalten. Nicht wundern. Ich will das hier ja amüsant gestalten. Sollte mal... geht da weg. Schön weg von ihr bleiben, Freunde. Und wegrollen. Ich weiß, ich wackel gerade mit der Kamera rum, weil ich die Maus so hektisch... aua. Andrücke. Das war nicht gut. Jetzt habe ich mich eigentlich ganz gut gehalten am Anfang. Nein, 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 nein. Verdammt, das eine Öl lässt auch gleich nach. Ich glaube, ich habe mir auch nur eins gemacht. Das ist nicht gut. Ja, gleich ist es weg. Nochmal draufhauen. Okay, das Geisteröl hat, glaube ich, nachgelassen. War das Geisteröl? Wie ich hier rumwackel? Ja, ich glaube schon. Und wir haben auch kein anderes mehr. Wir haben noch Falkas Blut übrig. Ah, ich hätte mir noch mehr machen müssen. Bep, 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 bep. Schön bei mir bleiben. Okay. Komm schon. Ihr wollt mich doch. Das war nicht gut. Oh, wie lange braucht die denn noch? Beeil dich. Da hätte ich auch gleich Triss fragen können. Die bekommt ja zumindest die Tränke schneller hin. Oh, da kommt er direkt nochmal. Oh, das war gefährlich. Komm.
Oh, das ist gefährlich. Wenn die hier plötzlich wieder auftauchen, nachdem ich die schon dutzende Male dezimiert habe. Ich weiß echt nicht, wie lange die noch braucht. Wahrscheinlich bis zum Tagesanbruch. Kann ich mir sogar gut vorstellen. Also ich sag nur so viel, die Tränke. Die machen nicht mehr lange mit. Oh ne, oh ne, oh ne. Geh weg von hier. Weg von hier, weg von hier. Ja, das bist du, Geralt. Oh. Halleluja. Ich meine, am Tag müssen sie doch verschwinden, oder? Vielleicht? Bitte? Okay, aufgepasst. Wir haben noch ein... Mal das hier. So. Moment, das ist jetzt... Ja, weiter, weiter. Boah. Ich will jetzt nichts riskieren. Ich mach's aber trotzdem. Beweg dich, Geralt, beweg dich. Beweg dich. Immer schön hinter mir her. Sie lernen dazu. Ich habe... Ah, das Sonnenlicht, bitte. Bitte. Ball dich. Beschütze. Hier steht nur Beschütze. Sie trafen sich am verabredeten Ort und Anetzka begann mit dem Ritual. Doch die Zeremonie ist Ruhe, was in Ruhe zu verfolgen, war dem Hexer nicht vergönnt. Er musste Anetzka vor zahlreichen Geistern beschützen, denn die wurden von der Magie angezogen wie Motten vom Licht. Es handelt sich um Geister von Verstorbenen aus einer Zeit, als das Pontartal kolonisiert wurde und der Veopatis-Glaube noch stark war. Happy End. Nicht. Okay. Bah, beeil dich! Oh, heilige Makaroni. Bei allem, was mir. Bei allem, was mir heilig ist. Beeil dich. Okay, wir haben wieder etwas Leben dazu gewonnen. Regeneriert. Gut. Oh, Gott sei Dank. Halleluja. Oh, meine. Okay. Achso, ja. Hier. Hat es geklappt? Das Herz der Militäler hat seine frühere Macht wiedergewonnen. Ich spüre es. Ich hätte dir solche Rituale gar nicht zugetraut. Hast mich für eine Dorfhexe gehalten, die bestenfalls mit Spinnweben verknetetes Brot auf die Wunden legen kann? Was du getan hast, war jedenfalls einer Zauberin würdig. Zauberin, gelehrte Bücher, Zauberschulen. Aber was wissen sie schon? Magiehexer bedeutet Herzklopfen und Geruch von Fäulnis. Unerträglich reizt sie den Leib. Lässt einen schreien und weinen, wenn die Pflugschar einem Nest mit Feldmäusen ausweicht, wenn die Menschen sich paaren unter dem neuen Mond, wenn Blut und süße Milch fließen. Das ist Magie. Das alles habe ich erlebt. Das alles habe ich gesehen. Das alles beherrsche ich. Ich würde mit keiner Zauberin je tauschen wollen. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe, aber ich bewundere es gewiss. Nimm dieses Amulett zum Andenken an unsere Begegnung. Du wolltest es doch haben. Du hast mir geholfen, es zu entzaubern, ohne etwas dafür zu verlangen. Großzügigkeit ist eine seltene Eigenschaft. Das Herz der Militäle bringt wieder Glück. Ich denke, das kannst du besser gebrauchen. Danke. Komm zu mir, wenn du etwas brauchst. Keine Hexe ist so arg, wie man sie darstellt. Ja. Quest abgeschlossen. Das hat eindeutig zu lange gedauert. Ich bin fertig. Wirklich. Meine Güte. So. Und was machen wir jetzt damit? Vitalitätsregeneration plus 1. Aha. Wirkt der jetzt einfach so? Ja, also. Huch. Ich meine... Questgegenstand. Ich gehe mal in unser Journal. Ja. Sehen wir mal nach.
Harte Landung. Militäne. Hier. Sehen wir mal nach. Annettes Karls Fähigkeiten und Geralts Ausdauer brachten das Ritual zum erfolgreichen Abschluss. Die Kräfte des Talismans waren aktiviert und so konnte der Hexer von der Zauberin ein mächtiges Artefakt mit dem Namen Herz der Meditele entgegennehmen. Die Schutzaura des Amuletts sollte sich noch als sehr nützlich erweisen. Das weiß natürlich der gute Rittersporn, der dieses Journal schreibt. Und da geht die Zauberin oder Hexe oder wer auch immer hinfort. Ich bin echt fertig. Ich bin ehrlich. Ich bin echt fertig. Also der wirkt jetzt anscheinend dauerhaft. Das ist gut. Vitalitätsregeneration plus 1. Das heißt, wir regenerieren dauerhaft etwas mehr Leben. Vielleicht. Anscheinend. Finde ich gut. Da werden wir aber mal sehen müssen, wie sich das dann im Spiel auswirkt. Wie sich das dann tatsächlich auswirkt. So, hat sie noch irgendetwas? Wir sind wieder ziemlich gut gefüllt. Blaue Bergeschwert. Na, weg damit. Stahlschwert, Langschwert. Stahlschwert. So, die verkaufen wir mal alle. Dann haben wir schon mal wesentlich mehr Platz. Rabesrüstung. Ah, die will ich noch nicht verkaufen. Die verkaufen wir hier mal. Hier einige Öle. Tränke. Fallen. Bombe. Irgendwelche Bücher. Wilde Jagd. Trophäen. Ja, gut. Kann man behalten. Stimmt, eine Sache, die können wir noch machen, die mir gerade auffällt. Wir haben hier natürlich noch unzählige andere Gegenstände, die wir verkaufen können. Aber ich würde sagen, wir behalten diese einfach fürs Erste und können die zu gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt einfach verkaufen. Das dürfte ja kein Problem darstellen. Und als Nächstes können wir uns dann auch der nächsten Hauptmission widmen. Dieser frühen, wie ich immer zu sagen pflege. Rezepte, Questgegenstände. Was haben wir hier noch? Irgendwelche... Ach, meinetwegen, weg damit. Genau, hier sind alle Gegenstände. Gut, okay, wir haben unser Inventar etwas ausgeräumt. Eine Sache habe ich noch vor. So, vielen Dank für alles. Wir gehen mal Richtung Zivilisation zurück. Falsche Richtung. Ich weiß auch nicht, warum sie hier herumsteht. Das ist alles fraglich. Ach ja, was hat denn jetzt eigentlich der Troll hier gemacht? Mein Amulett. Naja, also wirklich viel ist hier noch nicht passiert. Da sieht man den Troll. Da sitzt er. Am unteren Rand. Hm, okay. Journal. Ich würde sagen, die Hexer. Königsmörder. Jetzt haben wir aber schon einiges erledigt. Also wie gesagt, ich konzentriere mich hier primär auf die Hauptmission. Wir haben jetzt schon ein paar Nebenmissionen gemacht. Finde ich auch völlig legitim. Aber jetzt können wir uns wirklich mal wieder endlich den Hauptmissionen widmen. Das wird wirklich mal wieder Zeit. Jetzt habe ich schon wieder hier lang. Achso, weil ich jetzt der Mission folge. Ich Genius. Sei gegrüßt, Weißhaariger. Genius Fresenius. Ja, ja, Weißhaariger. Aber ich meine, sie ist ja zumindest freundlich zu uns. Das kann man ihr mal zugute halten. Wald bei Flotsam. Zivilisation. Gut, dann zu guter Letzt, bevor ich die Aufnahme beende. Wobei ich glaube, ich glaube, ich werde die später nochmal fortsetzen, die Aufnahme. Also in dem Sinne, ich mache ja immer eine Aufnahmesitzung und schneide die dann. Also ich werde wahrscheinlich die Aufnahme hier unterbrechen und später nochmal fortsetzen, weil ich jetzt, ja, 3 Stunden aufgenommen habe. Da geht noch etwas mehr. Dann kann ich die nämlich aufteilen auf die Folgen. Wir machen jetzt nochmal Folgendes. Und zwar meditieren wir. Wir haben nämlich ein paar Punkte, die wir verteilen können. Level 10, genau. Okay, wir haben jetzt die Auswahl Magie, Schwertkampf, Alchemie und Hexeausbildung. Aber wir haben ja noch irgendwelche Mutagene haben wir, glaube ich, noch. Ich weiß aber nicht, ob wir die hier einsetzen können.
Wir haben so viele Möglichkeiten. Und wir haben nur ein Talent. Na, das lohnt sich. Ja, gut, okay. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie 4 Talente übrig. Wir haben nur ein Talent? Das ist ja wirklich etwas mager. Ha, okay. Gut, aber unsere nächste Station ist dann... Königsmörder. Genau, Jorves hat uns ja... Aber Jorves sollten wir ja nochmal treffen, glaube ich, vielleicht. Königsmörder, genau, Jorves. Das wäre dann hier unser Ziel. Da werden wir dann in der nächsten Aufnahme hinsehen. Ich weiß gar nicht, wie ich da am besten hinkomme. Wahrscheinlich in diese Richtung. Ich hoffe, wir sind jetzt auch adäquat ausgerüstet. Ein Fähigkeitspunkt, das ist aber wirklich sehr mager. Mir fällt auch ein, ich hatte mich da etwas umgesehen, was die Modifikationen angeht. Wir spielen ja The Witcher 2 ohne Modifikationen. Aber es gab da auch ein paar Modifikationen, mit denen man mehr Punkte erhält, wenn man eben... Ich muss dieses Nest hochjagen. Ich muss dieses Nest hochjagen. Mit einer Bombe. Es gibt auf jeden Fall... Oh, okay. Nein, nein, nein. Ihr bleibt mir fern. Es gibt auf jeden Fall Modifikationen, durch die man eben noch mehr Aufwertungspunkte erhält, die man dann im Charaktermenü verwenden kann. Ja, wie gesagt, ich will das Ganze hier ja Vanilla spielen. Also nativ, ohne Modifikationen. Ich denke, das werden wir auch meistern. Toll. Verfluchte Biester. Aber, ja, ein Fertigkeitspunkt ist schon relativ wenig. Leider. Da hat sich die Kamera etwas entfernt. Okay, lassen wir uns in Ruhe. Ich glaube, ja. Okay, wir speichern nochmal. Gut, aber ich muss dann wirklich die Aufnahme beenden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich wollte mich jetzt schon verabschieden, aber ich will ja direkt die andere Aufnahme hinten dranhängen. Wir müssen... Müssen wir auch hier hingehen? Ja, scheint richtig zu sein. Da bin ich mal gespannt. Also, bis gleich. Weiter geht es. Ich habe in der Zwischenzeit eine kleine Modifikation vorgenommen. Und zwar sehen wir einmal in unser Inventar. Wir haben in der letzten Aufnahme das Herz der Militele verzaubert bzw. den Fluch entfernen lassen und haben hier auch ein paar Boni dadurch bekommen. Und zwar haben wir normalerweise nur die Vitalitätsregeneration außerhalb des Kampfes. Und ich habe eine kleine Modifikation vorgenommen, damit wir jetzt auch die Vitalitätsregeneration im Kampf haben. Ich habe mich nämlich im Internet etwas erkundigt und viele waren sehr enttäuscht, denn Vitalitätsregeneration außerhalb des Kampfes ist nicht wirklich sehr hilfreich. Und von dem her habe ich mich dazu entschlossen, dass ich einfach quasi eine kleine Modifikation vornehme und daher haben wir jetzt generell Vitalitätsregeneration auch im Kampf und wie gesagt, wir müssen das Herz der Militele quasi nur im Inventar behalten und können dann die Vorteile genießen und wir waren gerade auf dem Weg zur nächsten Hauptmission. Ich hoffe, das stört jetzt niemanden, aber ganz ehrlich, das ist wirklich nur eine Kleinigkeit und nach dem ganzen Aufwand, den ich mir gemacht habe, um das Herz der Militele von dem Fluch zu befreien. Da kann ich ehrlich gesagt auch damit leben, dass wir hier eine kleine, aber feine Modifikation vorgenommen haben. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir sehen mal. Wen haben wir denn hier? Spielen wir Theater. Sag Leto, dass du mich gefangen hast und ihm auslieferst. Und du? Ich bin unbewaffnet, Hände gebunden. Sprichst du die Wahrheit, wird seine Reaktion dich bestätigen. Glaub nicht, dass ich dir traue. Denk an unsere Deckung, wenn du versuchst, was Dummes zu tun. Ich verstehe. Kaum. Sie beschmieren dir das Gesicht mit Honig und stecken es in einen Ameisenhaufen. Da heulst du so, dass dich noch die Reiter der wilden Jagd hören. Sind deine Unternehmungen alle so aufwendig? Warum befehlen wir Leto nicht einfach zu gestehen? Eid Feilmuen Hirjeten werde. Erobere nicht durch Gewalt, sondern durch Kühnheit? Genau. Gehen wir. Sei vorsichtig. Leto ist unglaublich schnell.
Interessant. Folge Jorvet zum Treffpunkt mit Leto. Und wir werden sehen, ob der Plan auch erfolgreich vonstatten geht. Sollte Leto mich wirklich verraten haben, ist er schon tot. Aber eine sehr interessante Idee.